Neuer Fisch. Ah! Das war dämlich. Leute, Leute, Leute. Da ist es nur ein Seebarsch. Nein. Hallo, würdest du bitte? Danke. Es geschafft, den Neugierigen Mond loszuwerden. Hey, Mond ist meine Mond ist meine Freunde. Aha, sprich nicht so über sie. Sei still und gib mir den Schatz. Hier ist er, danke, dass du ihn versteckt hast. Hier ist der Anteil deiner Beute. Wir fühlen darüber, seinen Auftrag zu beenden. Das ist nett. Ich sehe, du hast ein paar Steine aus der Mine. Okay. Sie werden das jetzt nur normale Kürbisse. Traurig. Zu traurig, Captain? Es ist so schlimm. Wir haben zwei Piraten im Kampf verloren. Konnte das passieren? Eine maskierte Kreatur, ein Wesen der Schatten. Er kam nachts an Bord, während die Besatzung schlief. Und ich konnte nichts tun. Er schlug mich K.O., bevor ich mein Schwert ziehen konnte. Was wollte die maskierte Person? Es ist seltsam, sie entnahm nichts vom Schatz. Mit nur ein paar alte Navigationskarten. Scheiße. Oh Mist. Aber der Satzung ist am Boden zerstört. Stell dir nur vor, zwei gefallene Piraten und ihr Captain besiegt. Die Moral meiner Jungs ist auf dem niedrigsten Stand. Wie kann ich helfen? Es gab eine Uralt des Piratenlied. Ich weiß nicht mehr richtig, wie es geht. Hahaha, ha, ha, lacht Pirat Rattengesicht. Hehehe, er bricht Wellen mit dem Bug des Raumschiffs. Mehr kann ich mich nicht erinnern. Sein Freund des Zauberers, frag ihn. Er kennt sich mit Zupfers aus. Vielleicht weiß er, wie es endet. Okay, ich frage, wenn ich ihn sehe. Irgendwas Besonderes dabei? Ach, das ist doch jetzt Mist. Na, jetzt geht die Sonne schon wieder auf.
Seebarsch. Ja, kann ich in der Zeit ja weiter hier Sonnenblumen anbauen. Gehen wir mal in die Mine, schauen, ob wir jetzt die restlichen Sachen daraus machen können. Oh, echt wegen einem Steinding. Wow. Ich sollte dann vielleicht wieder diese, wer ist die Lilly? Herrufen, dass ich mir dann Saat kaufe. Das wäre vielleicht mal schlau. Kuss. Sollen wir schauen, dass ich so einen Riesenkürbis noch herkriege. Bist du blöd? Okay. Wenn auch nur wieder normale Kürbisse.
So, so ein paar Erdbeeren noch mitnehmen. Jawoll! Ich habe einen Piraten im Kopf, aber ich weiß nicht mehr, wie es endet. Aha, lachte der Pirat Rattengesicht. Kennst du das? Oh ja! Hehe, er bricht Wellen mit dem Bug des Raumschiffs. Hihi, Schatz und Gold nahm er von allen und jeden. Oho, entwischte selbst in den Knifflig-Situationen. So endet es. Oh, danke. Du hast doch nicht vor, den Piraten beizutreten, oder? Es ist kein gutes Leben für einen jungen Mann wie dich. Keine Sorge, ich mag nur die Lieder. Okay, er hat keine Aufträge. Er verkauft Kerzen. Achso, ich brauche noch den Lachs. Jawohl! Ach, komm schon. Ich habe nicht vergessen, dass ich noch die Geschichte weiterlesen muss. Oh nein! Sarah! Hä? Moon war doch gerade auf dem anderen Schiff. Moon, sage ich schon. Okay. Boom. Abendessen mitgebracht, Omi. Gott sei Dank, heute ist Gutes gerade angekommen. Hallo, Freunde. Ich wusste nicht, dass ihr auch zum Essen kommt. Nee. Wir wollten gerade gehen. Lass mir die beiden in Ruhe ihre Streitigkeiten lösen. Nein, ich muss sie gleich ansprechen. Du hast einmal Aufträge gewendet. Ich habe keine weiteren Infos für dich. Okay. Dann nehmen wir mich noch den Pilz mit. Sie hatten recht, der Kristall ist nicht zerfallen. Fantastisch. Hank wird dieses Gestein auf einen Berggipfel bringen. Ein kräftiger Wind weht. Es wird Jahre dauern, aber wir werden hohe Mauern und Gewölbe bauen. Große Tempel für dein Element. Umhang des Windes. Cool. Waren wir nicht bereit, die Magie des Eises zu kontrollieren? Das bist du schon, Arco. Deine Suravangura haben deinen Geist gestärkt. Ich
Zeit ist reif. Hast du noch einen Magier statt herzustellen, der die Kraft des Eises in sich aufnimmt? Wende den Kristall und sammle den Rest der Materialien selbst. Vielen Dank, Nidavi. Und Stab. Ja, ja. So, natürlich will ich die jetzt erstmal noch stören. Wahrscheinlich brauche ich jetzt irgendwas, was ich nur da kaufen kann. Jetzt ist er wieder da. Schwere Kraft des Eises. Oh, Blitzschlag. Habe ich auch gelernt. Sie ist doch gerade weggeflogen. Man will sie nicht wieder hier. Oh nein. Ich habe im Moment keine Aufträge für dich. Ha. Vier Faden. Ah, ich brauche noch die Pflanzen. Dass die Dinger alle falsch betitelt sind, ist natürlich ein Witz. Naja, habe ich aber, glaube ich, schon mal gesagt.